porn detective, porno redone, hot chick, amateur girl, quality. No. Alexa, stop! Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Voll. Howdy ho und herzlich willkommen zurück im Benanza-Bus auf dem vielbesagten, vielbeschriebenen Assi-Parkplatz. Ihr hört vielleicht die Schüsse im Hintergrund und ja, da war wieder so einer aus dem Backentäschle vom Herrn Sammer. Und wir sind heute auch mal wieder vollzählig, denn der liebe Beef Rogers ist wieder genesen, wieder auf dem Damm und wieder bestens gelaunt hier im Benanza-Bus. Hallo Beef. Hallöchen. Und du darfst auch gleich, weil das jetzt unser neuer Trick am Anfang ist für die absolute Hookline, den Cliffhanger und überhaupt sagen, was du Schönes ausgebrütet hast. Sowas von heißen Themen. Also im einen geht es um Socken und, und bei dem anderen Thema, da geht es um Spinnen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und da ist was zu der Spinnen, was ich ganz interessant fand. Die Spinnen doch, die Socken. Sowas von, das mit war, diesem hätte es nicht schöner sagen können. Bon mot aus, könnte aus Asterix Obelix sein, damit Comic, damit Prollo Ferrari, unser Comic-Experte. Herzlich willkommen auch dir hier im schönen Benanza-Bus. Jawohl. Ja, ich habe heute tatsächlich eher nerdige Themen dabei, die ich aber euch gerne zur Unterhaltung darreiche, nämlich einmal Mobbing von und mit Sprachassistentennamen. Und dann habe ich noch was zu einer fleischgewordenen KI dabei. Hm. Fleischgewordene KI lässt mich immer sofort an Herrn Sammer denken. Unsere fleischgewordene KI. Ja. Was treibt dich denn heute her? Ja, moin, moin. Nachdem ich ja letztes Mal so viel mit nackten Brüsten unterwegs war, bin ich auch total seriös heute unterwegs. Ich hoffe, das schreckt jetzt keinen ab. Ganz im Gegenteil, das soll es nicht. Denn, also das ist wirklich was ganz Faszinierendes. Ich berichte jetzt hier so im Kontext von Klimawandel und Wassermangel und so weiter von einer reaktivierten, schon fast 1.500 Jahre alten Methode, dem Klimawandel zu trotzen. Das ist wirklich sehr faszinierend und spannend. Ja, da freuen wir uns jetzt schon. Das ist ja so ein richtiges Voll-in-die-Presse-Thema. Und mein Name ist Ben Cartwright. Auch ich sitze hier im Benanza-Bums-Bus, um das Niveau ein bisschen zu senken und werde aufgefordert, etwas Nasses zu servieren. Vorher möchte ich noch ganz kurz loswerden. Ich begebe mich mit euch heute in die Welt der Jobs, der interessanten Jobs und der Jobskurrilitäten. Also auch total züchtig für meine Verhältnisse ohnehin. Und damit die Zunge vielleicht trotzdem auch bei diesen Themen ein bisschen gelockert wird, möchte ich endlich das angekündigte Mitbringsel aus Pennsylvania, USA kredenzen. Und wir fangen mal an mit einem Victory Summer Love. Das passt. Victory ist von den drei Brauereien, die alle aus Pennsylvania kommen, die ich euch hier heute eingepackt habe, die jüngste. Und alle lieben den Summer? Alle lieben den Summer, ja, Summer Love, genau. Golden Ale, 5,2%, sieht so ein bisschen aus wie Victoria Bitter, wer es kennt, dieses australische Bier, hat auch so ein V da drauf. Es heißt aber Victory und jetzt muss ich das ablesen, wurde 1996 von der Victory Brewing Company gegründet. Das ist irgendwie so ein Startup, die eigentlich ein Restaurant machen. Ein Restaurantbetrieb und zwar in Downington, Pennsylvania, wo immer das ist. Das öffne ich jetzt auf vorbildliche Art und Weise und schenke das mal hier aus. Dann könnt ihr mal dieses Golden Ale anfangen zu testen. Ich glaube, wir müssen die dann immer wieder einstreuen. Sobald ihr leer habt, nach jeder Geschichte hole ich noch eins raus, würde ich vorschlagen, weil sonst sind wir jetzt hier eine halbe Stunde am Saufen. Oder will ja keiner hören. Sonst fährt der Bus als Bierbike nach Hause. Ja, ich habe jetzt den ganzen Schaum, so ein Scheiß. Egal. Also das ist erstmal der erste Festivalteilnehmer, Golden Ale mit einem Herzen drauf. Du kannst auch gerne sonst die Flasche mal beschreiben. Finde ich die Flasche vom Artwork so sehr gut. Ja, im Vordergrund sehen wir ein paar Wellen und 5,2% zu den Fakten.
ein A Taste of Sunshine, eine Taste Sonnenschein. Ja. Und ja, es ist, das ist so ein Hipsterbier, wo irgendwie die Herkunft des Malzes und des Hopfens noch genannt wird. Genau, und der Bill und der Ron haben unterschrieben. Der Ronny und ja, das sind der Bill Kowalski, und typisch der amerikanischer Ron, Name. Der Ron Barcher, das sind die beiden Gründer. Ja, genau. Die das 1996, schönes Fläschchen. Also das jüngste Bier. Prost. Prost sein. Prost. 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 Prost, sag mal. Was habt ihr so getrieben seit der letzten Folge? Du warst auf dem Pfad der Genesung, das können wir uns schon denken. Welche Variante hast du dir eigentlich da eingefangen? BXY245? Keine Ahnung jetzt. War das nicht Affenpocken? Wir hatten doch festgelegt, das waren Affenpocken. Ja, genau. Ah, stimmt, stimmt. Affenpocken. Ich vermute Delta, ich weiß es aber nicht. Also keine Ahnung, es ist jetzt nicht untersucht worden. Ich hatte nur ein. Ist Delta nicht mittlerweile komplett verdrängt? Das ist doch schon out. Ja. Weiß ist doch was für Rentner. Ja, das ist kein Oldschool. Ich habe keinen blassen Schimmer, also insofern weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall ein halbwegs milder Verlauf, also insofern will ich mich nicht beschweren. Genau. Aber was willst du machen? Schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich. Wir haben dich echt vermisst und hatten auch festgestellt, dass es die erste Folge seit langem ist, wo wir nicht alle dabei sind. Also du warst ja auch nicht sendungsfähig an dem Abend. Nee, hatten es erst noch Wort überlegt, nicht, aber das war nicht gut. Nicht. Nee, war wirklich also eine doch eine ziemliche Mattigkeit in Hirn und Gliedern. Von daher. Naja, das kann man in der Sendung nicht gebrauchen. Das. Gliedschwäche. Genau nee. So. Das ist so. Ja, dann sind wir doch beim Thema. Ich könnte ja mal anfangen. Also ich fange mal mit den Socken an, mit dem Sockenthema, was ich eben gesagt hatte. Das ist jetzt tatsächlich. Tatsächlich völlig nicht unzüchtig. Also es ist tatsächlich völlig züchtig und ganz unkritisch. Es geht hier letzten Endes eher um so ein juristisches Thema, dass sich quasi eine amerikanische Firma, die sich auch auf solche Wandersocken, die hatten in ihre Werbung eingebaut, das sind die letzten Socken, die du trägst. Und sie meinen das jetzt nicht, dass damit irgendwie die Leichen im Sarg ausgestattet werden, sondern tatsächlich, dass man diese Socken quasi nie mehr wechseln müsste, weil sie einfach ein Leben lang halten, egal wie alt man ist. Und und man könnte die auch umtauschen. Und das hat auch ein amerikanischer Mensch, ein Kunde von denen ernst genommen und hat immer wieder die Socken brav zurückgetragen, wenn sie Löcher hatten. Und irgendwann sollte er dann plötzlich keine mehr kriegen, beziehungsweise nur noch Socken mit einem 60-tägigen Rückgaberecht. Und das fand er irgendwie doof, weil einerseits hatte er definitiv vor, länger als 60 Tage zu leben. Und zweitens sagte er, die halten sich ja nicht an ihren Vertrag. Und wie es in den USA so ist, er hat sie dann erstmal verklagt, auch ganz entspannt auf $5 Millionen. Wegen Socken. Ist er bescheiden. Ja, er wollte halt, also er hat das dann auch begründet mit solchem Ungemach etc., dass das jetzt wirklich die Firma ihn auch getäuscht hätte und dass er für die 5 Millionen Schadenersatz für sich und alle, die ähnliches Leid erfahren haben. Und das ist tatsächlich eine schwierige Geschichte. Und das Spannende ist, ich habe tatsächlich nicht rausgekriegt, wie das Verfahren ausgegangen ist. Das heißt, ob er recht hat oder nicht, sondern das ist, ich kann es jetzt hier nur mutmaßen oder mal in die Runde geben. Also was ihr von so einem A, Werbeversprechen haltet und B, dann auch da bei sowas in die Klage einzusteigen. Wir sind ja dank dem Sommer juristisch extrem versiert. Ja. Allerdings finde ich es echt schwer, amerikanische Klagen, insbesondere Schadensersatzklagen, zu prognostizieren. Also ja, es ist ja in den USA immer so, dass es ja immer zweigeteilt ist. Ne? Du kriegst einmal was für deinen tatsächlich erlittenen Schaden und dann gibt es ja diese Punitive Damages, das heißt diesen Strafschadenersatz, der jetzt nichts damit zu tun hat, wie schlimm es denjenigen getroffen hat, der jetzt diese Socken leider gekauft hat oder das zerkratzte und überlackierte Auto oder so, sondern da geht es einfach darum, abzuschrecken. Da geht es nur darum, du wirst bestraft und das soll eben abschreckende Wirkung haben, Strafschadenersatz. Und das macht immer die Summen so hoch. Das ist immer das, wo dann wir unsere Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, was kriegen die für riesen Asche für so einen banalen Fall?
Aber das kassiert schon der, das wird, kriegt das denn der Kläger? Ja, ja. Der Geschädigte? Kriegt er. Der kriegt das. Auch als Dank für seine Mühen. Das wäre nämlich das, was mich so von dieser Sache abhalten würde. Weil das ist so für mich das Absurde. Also ich meine jetzt ehrlich gesagt, kaputte Socken kennt wahrscheinlich jeder aus seinem Alltag irgendwie. Und oder auch die dann sich gerne mal über die Waschmaschine verabschieden. Das ist ja auch noch so ein Mysterium, dass da gerne mal. Also meine frisst definitiv Socken. Ich glaube, es gibt wirklich viele Waschmaschinen, die Socken nachgucken. Ja, keine Ahnung. Nee, also es ist schon irgendwie bizarr, aber wie gesagt, und dass man, das eine ist, dass sich da ein paar Socken zu holen, das andere ist halt auch die Ungeschicktheit der Firma. Also ich glaube, es wäre billiger gewesen, sich den Werbeslogan da irgendwie rauszunehmen und dem guten Herrn halt einfach Socken zu schenken irgendwie. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen als Strategie. Aber diesen absurden Betrag, also auch wie du es jetzt erklärt hast, sag mal, ist ja schön und gut, aber 5 Millionen für ein paar löchrige Socken, die nicht ersetzt werden, finde ich schon weit jenseits des. Vor allem, sie hätten es sich so viel einfacher machen können, wenn sie den Werbeslogan einfach formuliert hätten, die letzten Socken, die sie jemals werden tragen wollen. Weil das ist ja eigentlich auch die Botschaft, dass sie so gut sind, dass du immer nur noch diese Marke kaufen möchtest. Ja, du musst halt in den USA mega aufpassen mit deinen ganzen Ankündigungen, ja, ob du jetzt irgendwie bei der Mikrowelle nicht dazu schreibst, dass der Hamster da nicht rein darf und solche Geschichten, du darfst da halt echt, musst da echt aufpassen, ne? Sonst bist du direkt am Arsch. So, am Arsch. Schöne Sockenstory zum Einstieg. Ich zück hier auch noch eine kleine Überraschung aus der Socke und als ich das gekauft habe, ein Bier der Brauerei Yards, die kommt direkt aus Philly, wo wir auch gewohnt haben und zwar ungelogen so 500 Meter von unserer Wohnung entfernt, haben die ihre Brauerei. Daneben war ein Target, da habe ich mal eingekauft und habe dann festgestellt, geil, das ist auch eine Brauerei. Und die heißt Yards. Und ich habe da mich ganz bewusst für ein Bier entschieden, was mir wahrscheinlich nicht schmeckt. India Pale Ale ist ja nicht so meins. Aber da muss ich doch an den Prollo denken. Bitte beschreib mal diese Flasche. Computerspiel-Titel. Also hier schön verpixelte Männchen auf, was weiß ich, Drahtgestellen, die da rauf und runter laufen, hervorragend. Level Up. Ja, heißt sieht jetzt, ist jetzt nicht Super Mario, erinnert fern daran, aber überhaupt diese ganzen. Wie so eine alte Donkey Spieler, Kong. Genau. So ein Donkey Kong. Donkey jetzt, Kong. Die Assoziation gewesen. Version könnte das sein. Donkey Kong, wie geil, ey, dass wir alle Donkey Kong noch kennen. Da guckt er nicht. Entweder ist das geil oder schrecklich. Also, ja, schrecklich. Das ist schon ganz schön alt, Donkey Kong. Sammer lässt jeden immer verhungern, wenn er die Arme ausstreckt. So, dann machen wir das auch mal auf. Ich hatte als kleine Fußnote im Sandmännchen wurde jetzt irgendwie stolz eine Videokassette gezeigt, so nach dem Motto exotische Gegenstände. Und da habe ich mich echt alt gefühlt. Ich muss übrigens noch mal ganz kurz, um das noch mal einen Schritt zurück zu dem Victory Summer Love zu gehen. Also das fand ich schon mal sehr lecker eigentlich. Das kann man, das war recht süffig. Das war erfrischend. Konnte man sehr gut trinken. Golden. Auch was für was in war der das Sonne? Golden Ale oder wie? Es nannte sich hier Golden Ale, genau. Ja. Weil ich jetzt Golden Ale vielleicht so ein bisschen. Golden Shower Ale. Golden Ale für die Golden. So, hier hat mich wirklich die Flasche Level Up Tropical, steht da auch noch auf IPA. Und da sind ja auch diese typischen, das ist glaube ich sogar Donkey Kong, der schmeißt dann so Fässer runter, die haben hier so metallene Bierfässer, die dann da runtergeworfen. Da fliegt schon eins. Ja. Sehr gut. Das war doch immer geil, wenn man diesen Sachen, diese Spiele, wo du von links nach rechts durchlaufen musstest und vom Himmel. Ich hatte ein Spiel, da waren es nicht Fässer, das an der Grundschule, da hatte ich einen japanischen Freund, der hatte so ein Spiel mitgebracht, da kam immer so Werkzeug vom Himmel gefallen. Und es kam immer schneller. Das war immer ein Spaß. So, ja. Prost. Auf die zweite Runde. Das war wahrscheinlich der Handy-Kong. Das riecht aber auch schon fruchtig, tropical. Ja. Oh, da ist aber was beigemischt, oder? Boah, könnte sein, aber steht nichts von drauf. Ach, Maracuja-Saft oder so. Das stimmt. Ja, so ein bisschen. Also im Abgang so ein bisschen wie der Chateau Reibach? Ja, natürlich. Aber so ein bisschen so eine Maracuja-Note hinten drauf hat es, ne? Also gut, künstlich ist Maracuja, aber immerhin. Dann erzähle ich euch noch ganz kurz was zur Yards Brauerei. Die wurde 1994 in Philadelphia, Pennsylvania gegründet von Tom Kehoe und John Bovitt. Auch so typische Namen.
Und die nennt man auch The Yards Guys. Das ist ja Yards, heißt ja die Brauerei. Und ja, die haben auch diverse Variationen. Und ich verlinke definitiv alle Wikipedia-Artikel zu den Brauereien, weil das ganz interessant ist. Das sind ja eher kleine, ursprünglich kleine Brauereien. Das sind jetzt nicht die Millers und Coors und sonst was der Welt, schon gar nicht Budweisers. Und insofern ist das eine geile Geschichte, wenn so zwei Typen eine Brauerei gründen. Wie würde eigentlich unsere Brauerei heißen? The wenn wir jetzt eine machen würden. Wie bitte? The Brewing Bus. The Brewing Bus. Ja, BB Brewers. Ja. Also ich hätte da Bock drauf, mal so ein Bier zu brauen oder irgendwas Handwerkliches, also irgendwas herzustellen. Ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert. Also da kannst du ja für ein paar hundert Euro Zeugs aus dem Internet bestellen und kannst dann natürlich nur so super kleinen Mengen, aber letzten Endes kannst du dann wahrscheinlich so auf 10 Flaschen kannst du dann was ziehen irgendwie selbst. Also das habe ich schon des Öfteren mal gehört, dass das der ein oder andere Privatmann dann so quasi in der Küche dann so vor sich hin. Ja. Oder in der Waschmaschine. Oder ja, ich glaube, kompliziert wird erst, wenn du größere Mengen, dann brauchst du größere Kessel und so weiter und so fort. Ein größeres Feuer. Ja. Genau. So, Feuer. Feuer für diese Sendung sind ja immer Artikel, deswegen frage ich mal ins Rund. Heute sind wir so zurückhaltend. Socken. Socken kann man doch bestimmt noch toppen mit irgendwelchen anderen Dingen. Ich weiß es nicht. Also ich könnte auch eine Kleidungsstücküberleitung bieten, es sei denn, der Prollo zwinkert mir hier. Ja, ich hab, nee, mach du mal und dann erzähle ich dir hinterher. Ich habe, kleiner Teaser, ich habe wieder was aus Göttingen. Okay. Ja? Göttingen. Aus die Stadt Schwimmbad. Der nackten Bader. Und nicht versaut. Und nicht versaut, nee. Ich habe was Heißes und nachdem wir Socken hatten, kommen wir jetzt zu den Shorts. Ach, sensationell. Und Kleidungsfolge. Kleidungsfolge, genau. Sehr geile Geschichte aus England. England ist nicht gerade für sein warmes Klima bekannt, schreibt der Spiegel hier. Doch aktuell stöhnt das Land unter einer Hitzewelle. Und so weiter und so fort. Kennen wir ja alles. Es ist warm in Europa. Und dann gibt es den Müllmann Lee Moran aus York. Nicht New York, sondern einfach nur das originale York. Und diese Müllmänner, stellt euch das mal vor, wie sind die so gekleidet? Typischerweise. Orange. Auf jeden Orange, Fall. Aber Signal, was haben die alles an? Das eigentlich so Ganzkörperanzüge mit Warnweste und allem Zip und so. Ja, schöne, dicke Anzüge für den Sommer. Dicke Hosen. Macht immer einen auf dicke Hose. Ja. Und sie müssen sogar in England langärmelige T-Shirts tragen, aus Sicherheitsgründen. Und der Lee findet das kacke. Der will gerne Shorts tragen, weil es einfach schweinewarm ist in England. Und sich so die Arbeit erträglicher machen. Und das darf er nicht, weil das ist explizit verboten für Müllmänner. Es gibt offensichtlich keine Müllfrauen, aber Müllmänner zumindest sagen das die Regeln, Shorts zu tragen, kurze Hosen. Und da hat er sich was wohl überlegt, was könnte die Lösung sein? Ich glaube, du kennst die Geschichte. Eine kleine Größe, nee, sagt man nichts. Oder eine kleine Größe? Er bestellt sich eine kleine Größe und trägt sie eng. Quasi Hochwasser. Ja, also Radlerhose. Ich zeig dir gleich ein Foto. Der Lee ist schon ein Brummer. Also das ist schon ein Gewangsmann. Also ich weiß nicht, ob man das... Fleischfarbene Leggings. Fleischfarbene Leggings auch. Hat sich da irgendwie was Löcher reingeschnitten. Genau. Oder hat irgendwie von unten nach oben... Nee, auch schwarz ist ja auch irgendwie schwierig. Oder ein Rock. Ja! Ah, sehr gut. Hat einen Rock. Er trägt einen... Ein Müllmann-Rock, also wie ein Schottenrock und das sogar noch im richtig schönen Müllmann-Outfit. Hier ist ein Foto von Lee mit einem, müsst ihr euch vorstellen, die typische Müllmann-Uniform nur als Rock. Ja. Und das ist nicht verboten. Vielleicht, weil es Frauen gibt oder weil sie einfach nicht dran gedacht haben, dass einer sowas machen will. Für 58 Euro hat er sich ein Secondhand-Kilt besorgt, hat ihn ein bisschen umgearbeitet, sodass er halt so einen Müllmann-Look hat mit diesen Reflektorenstreifen und schön orange. Und den trägt er jetzt aus Protest. Und das kann man ihm wohl auch nicht verbieten. Und die StadtbewohnerInnen in York, die finden das eigentlich ganz cool und sehen es überwiegend positiv. Und er sagt, ich habe ihnen erklärt, worum es geht. Sie meinten alle, dass wir Shorts tragen dürfen sollten. Ja. Ja. Also mit dem Müllmann würde ich es mir auch nie verscherzen wollen. Das ist ja noch schlimmer als mit dem Briefträger.
Das stimmt. Wobei ich das wirklich eine witzige Idee finde. Also er hat einfach so eine Lücke ausgenutzt. Da wahrscheinlich ist der Gesetzestext irgendwie, muss lange Hosen tragen oder sowas. Oder es dürfen keine kurzen Hosen getragen werden. Ja, ist wahrscheinlich die Vorschrift. Aber von Röcken hat halt nie jemand gesprochen. Das ist einfach eine großartige Idee. Ist du kannst, kannst ja vor allem bei der Hitze dann ja auch einfach mal irgendwie so einen Ventilator mal kurz zwischen die Beine halten, so unter den Rock. Das ist ja auch cool, ne? Trägt er auch schottisch eigentlich dieses Röckchen? Also das ist nicht überliefert. Was aber noch überliefert ist, ist, dass die Stadt York jetzt prüft, ob die Kleidungsvorschriften bei den Extremwetterlagen angepasst werden können. Also wenn bestimmte Temperaturen überschritten sind. Da könnte ich jetzt ja, ich habe jetzt tatsächlich den Artikel, den habe ich aber gelesen, ich habe ihn aber nicht mitgebracht. Tatsächlich ist es eher eine tragische Geschichte, weil das spielt in Lissabon und da geht es auch um einen Müllmann, der tatsächlich an Überhitzung gestorben ist. Der also aufgrund auch der Kleider, also zumindest mal auch der Kleidervorschriften, der hat da tatsächlich auch das Problem gehabt, dass dort auch eben trotz extremer Hitze quasi immer vorgeschrieben war, mit langen Klamotten etc. und auch in voller Sonne zu arbeiten, das heißt auch keinen großen Sonnenschutz, oder dass die dann auch die Arbeitszeiten angepasst haben, dass sie gesagt haben, okay, wir arbeiten jetzt nur von morgens 4 oder 5 bis zum Beispiel 11 oder 12 und lassen dann den ganzen Nachmittag weg und so weiter und so fort. Und der war also auch, also der war kein klassischer Müllmann im Sinne von, dass ich hinten auf dem Müllauto stehe, sondern er war eher auch so Straßenkehrer und sonstige Dinge und hat da Mülleimer geleert etc. Und der ist tatsächlich kollabiert und ist dann am Ende des Tages auch gestorben daran. Das fand ich ganz tragische Geschichte und deswegen finde ich jetzt hier, also was ist das für ein Starrsinn? Sollen sie halt mit kurzer Hose? Mein Gott, also das ist doch was, also wo ist das Problem? Also ja, vor allem wenn es dann so, wie du es gerade berichtet hast, auch noch wirklich in einer realen Gesundheitsgefährdung mündet, ist ja unfassbar. Naja, was heißt denn, also ich finde, wird jetzt überall und gesagt und von hitzefrei ab 30 Grad bis zu tragkurze Hosen, ich finde halt, da ist es schon auch eher ein bisschen starrsinnig oder sinnlos zu sagen, wir passen das halt den Temperaturen nicht an, wo ist das Problem? Man, also kann man kann es ja verstehen, dass sie die schützen wollen grundsätzlich, aber das muss man ja, das ist ja sozusagen eine Gefahrenabwägung am Ende des Tages, wenn es 30, 40 Grad hat, ne? Also man kann ja sagen, ab 30 Grad gibt es nicht vielleicht hitzefrei, aber es gibt Shorts-Erlaubnis. Und ich sag jetzt mal, also für die normale Tätigkeit eines Müllmanns, der hinter einem Müllauto herfährt und die Tonne dann auf das Müllauto hinten drauf klemmt, ich kenne es jetzt in England nicht, aber es wird nicht viel anders sein als hier in Deutschland irgendwie, da glaube ich, jetzt ist jetzt ja nicht zwingend irgendwie eine lange Hose erforderlich, also um jetzt da ihn zu schützen. Also das finde ich jetzt schon so ein bisschen, deswegen finde ich, also das finde ich großartig, was er da, wie er das Thema gelöst hat und vor allen Dingen dann, oder das überhaupt zum Thema gemacht hat, das ist das Spannende. Sehr schön. Der ist ja auch schon was älter, das finde ich, also es ist ein etwas älterer, großartig, beleibter Herr, der aber wirklich, also wir verlinken, dass er auch sehr sympathisch in seinem Kilt-Rock rüberkommt. Im positivsten Sinn ein starrsinniger Engländer, der seine Lösung findet, in Anführungsstrichen, sehr geil. So, wieder eine Runde Bier und zwar die letzte von mir und ich habe euch ja viel versprochen, dass ich euch America's Oldest Brewery hier kredenze. Ich gucke auch gleich von wann, irgendwann 1800 Pan schieß mich tot. Bevor ich das tue, möchte ich euch aber mal bitten, mal zu lesen, was hier draufsteht, wie die Marke heißt und was ihr glaubt, wo die Wurzeln sind. Yingling Traditional Lager. Was für ein Ding? Yingling, genau, mit Y-U-E-N-G geschrieben. Was glaubt ihr, wo die... China. China. Nein. Ja, aber ich habe... Also ich hab ja, das sofort klingt an wie China schlecht transkribierte aber ich hätte jetzt eher, Form von Jüngling. Ja, eine schlecht formulierte Jüngling-Variante. Also das könnte auch irgendwie deutsch oder österreichisch oder sonst irgendwie... Also Einwanderer. Und das ist genau die richtige Antwort. Also ich habe das gesehen und habe gedacht, oh, hier so ein chinesisches Importbier kaufe ich nicht. Und dann hat mir der nette Herr, der, glaube ich, aus Indonesien kam, der den Shop betrieben hat, der sehr, sehr bewandert war, auch kulturell, mit dem haben wir oft uns unterhalten. Man muss ja in Amerika die Biere, kannst ja nicht im Supermarkt kaufen, muss ja meistens so Shops kaufen, zumindest in Pennsylvania. Und der hatte gesagt, das müsst ihr unbedingt trinken. Das ist das Local Bier aus der Nähe von Pennsylvania gebraut. Das mit dem Oldest hat er gar nicht gesagt, das habe ich erst hinterher gesehen. Und ich habe gedacht, boah, sieht das billig aus. Also ihr werdet ja nachher die Fotos euch vielleicht anschauen. Das sieht richtig billig aus. Yingling Traditional Lager ist aber tatsächlich von einem Herrn Yingling aus dem Schwabenländle.
der 1820 da rüber gemacht hat und dessen Vater auch schon Brauer war in Deutschland, ja, geschaffen worden. So ein bisschen, wie ihr seht, so bräunlich, bronzé, angehaucht. Ich habe ein bisschen noch über. Ja, das ist jetzt reichlich, reichlich. Die letzte Gabe meines kleinen Pennsylvania-Zyklus, den ich euch mitgebracht habe. Und ich lese nur noch ganz kurz zwei, drei Fakten dazu vor und bin ganz stolz, dass ihr schlauer seid als ich. Also D.G. Jüngling and Son, weitläufig auch einfach als Jüngling. Wie gesagt, man kann auch Yingling lesen und dann denken, oh, China, was auch lecker sein kann, ist die älteste bis heute bestehende Brauerei der Vereinigten Staaten. Sie wurde 1829 in Pottsville, Pennsylvania gegründet und ist nach Volumen eine der größten Brauereien des Landes. Und jetzt habe ich, Idiot, weil wir sind ja hier in der Offline-Zone, nicht die weiteren Wikipedia-Dinge ausgeklappt, bevor ich es runtergeladen habe. Also lest euch das mal gerne durch. Pottsville, Pennsylvania, Richard Jüngling Jr. leitet das heute, also immer noch im Familienbesitz nach 200 Jahren. Das ist schon cool. Und ich hatte es gelesen, es ist eben ein Nachfahre eines Herrn Jüngling, der sich noch ursprünglich mit J geschrieben hat und Ü aus dem Schwabenländle. Aber hier wird es ja explizit mit Y geschrieben. Genau. Also ich habe jetzt auch hier oben, ist das ja so eine verschnörkelte Schrift. Da dachte ich erst mal, vielleicht ist es einfach nur ein beschissenes J, aber es ist tatsächlich ein Y. Es ist auch mit Y. Und der heißt, der Familienname ist heute auch YUE. Ah, okay. Den haben die damals beim Setzen kein J gehabt. Vielleicht, ja, vielleicht haben die auch in den USA, als sie da in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts ankamen, hatten die vielleicht einfach die Buchstaben, also Ü bestimmt nicht. Ja, ja, genau. Vielleicht gab es auch gerade kein J. Dann haben sie gesagt, machen wir hier Y. Ich kaufe ein J. Genau. Also, ja, also auf jeden Fall, ja, dann Prost. Nochmal Prösterchen an alle, sag mal, Stößchen. Stößchen. Ja, das ist jetzt so ein traditionelles Bier. Lager. Das ist ein Bier. Bier, ja. Sehr mild. Also die anderen hatten mehr Feuer, glaube ich, aber. Ja, das ist ein bisschen, genau, im Hintergrund so ein bisschen flacher, in Anführungsstrichen. Ja. Nicht schlecht, aber wahrscheinlich hätte man es ja andersrum trinken sollen. Ja, aber ich dachte, wir fangen. Das ist alles gut. So wie mit den Chateau Reibach, den 100 Jahre alten, den ziehst du ja auch immer als letztes aus der Flasche. Ja, ist ja klar. So, sag mal, vielleicht du bist so still. Was? Erzähl uns was oder der Prollo, der nee, ich kann. Ja, mach den, lass den mal da. Ich kann gern einsteigen. Passt auch irgendwie zum Thema Hitze, was du eben hattest in. London oder nee, nicht in London, in England jedenfalls. Wobei es da ja nicht typischerweise so heiß ist, aber typischerweise zumindest trocken ist es in Peru, in Lima. Jedenfalls haben die da eine Trockenzeit. Ich nehme euch jetzt also sozusagen mal mit nach Peru. Dort haben die, das heißt hier in dem Artikel von National Geographic, Küstenwüste. Eine Küstenwüste und Lima, eine große Stadt, ich glaube 10 Millionen Einwohner. Und die haben da eine Regen- und eine Trockenzeit. Und in der Trockenzeit haben die jetzt im Rahmen des Klimawandels, so wie irgendwie alle ja auf diesem Planeten, immer mehr Probleme, mit dem Wasser über die Runden zu kommen. Also da gibt es einen Fluss, der da irgendwie aus den Anden die mit Wasser versorgt und der reicht mehr und mehr nicht aus, um in der Trockenzeit die große Stadt mit ausreichend Wasser zu versorgen. Und jetzt kommen sie dort auf einen wirklich interessanten Trichter. Also der Fluss heißt übrigens, also ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Rimac, also R-I-M-A-C wird er geschrieben, garantiert irgendwie ganz anders ausgesprochen. Jedenfalls wird dort gerade eine 1400 Jahre alte Technik neu entdeckt, die dort die Indigenen eben schon vor dieser alten oder langen Zeit schon verwendet haben. Und zwar, also ich finde es unglaublich faszinierend. Ich bisher auch. Du bisher auch, da bin also ich froh drum. Gefesselt. Die haben
vor 1400 Jahren schon irgendwie rausgekriegt, dass, wenn sie das Wasser aus dem Fluss, was da ja auch schon irgendwo, also das sind dann irgendwelche Dörfer, die schon höher in den Bergen liegen, wenn sie das Wasser aus dem Fluss ableiten, da haben die so kleine, mit Steinen so kleine, lange Kanäle jeweils gebaut, so wie so kleine Arme, die aus dem Fluss abgehen. Wenn sie das da ableiten und dann einfach ich sag das jetzt mal so, einfach in die Pampa versickern lassen, in irgendwelchen Felsen oder in irgendwelchen Wiesen oder was weiß ich was, irgendwo versickern lassen, dann passiert es, dass das Wasser sich erstens super verteilt unterirdisch. Das ist ja irgendwie auch mal jedem erstmal klar, das ist nicht so weit was Besonderes. Also sie haben rausgefunden, dass dann ihre Felder oder zumindest die Gebiete, ich weiß nicht, wie es vor 1400 Jahren war, was die angebaut haben, aber dass sie dann dort nasse Böden haben und dass das vor allen Dingen, und das ist jetzt das Interessante, dass sie das nicht einfach haben in dem Moment, wo die das da ableiten, sondern die leiten das ab, während noch genug Wasser den Fluss runterkommt und haben dann noch in die Trockenzeit hinein, also dann, wenn der Fluss schon längst nicht mehr genug Wasser liefert, haben die immer noch genug Wasser in den Böden und auch in Quellen, wo das Wasser dann nämlich irgendwann wieder rauskommt, sodass sie in der Trockenzeit selber dann noch genug Wasser haben. Soll heißen, und das wird auch heute gemacht, man geht hin und macht in der Zeit, in der man noch genug Wasser hat, leitet man das Wasser einfach in den Bergen, in die Pampa sozusagen ab. Und das ist so lange unterwegs, dass es erst mit so viel Verspätung wieder unten in den Fluss zurückkommt, dass dort dann in der Trockenzeit viel mehr Wasser zur Verfügung steht. Ich kann euch kannst da mal... Kannst du das nochmal gerade erklären? Also da, da fließt ganz viel Wasser den Fluss also hinunter. Die nutzen den Wasser, den Boden als Wasserspeicher letzten Endes. Ja, als Wasserspeicher, beziehungsweise man hat einfach herausgekriegt, dass das Wasser einfach wesentlich länger braucht, wenn es durch den Boden fließt. Ich lese mal hier vor, bis zu einem Wiederauftauchen des Wassers. Das haben nämlich jetzt Forscher, haben das mit Färbemitteln eingefärbt, das Wasser, haben einfach das in diese 1400 Jahre alten Kanäle eingeleitet, haben das gefärbt, das Wasser. Und das kommt dann an verschiedenen Stellen wieder hoch und es verging zwischen 2 Wochen und 8 Monaten, bevor das Wasser dann an den verschiedenen Stellen wieder herausgekommen ist. Die durchschnittliche Zeit, die das Wasser im Untergrund unterwegs war, betrug 45 Tage. Das heißt, das ist wie so eine Zwischenspeicherung. Das heißt, du kannst einfach dafür sorgen, dass das Wasser zu einer Zeit, zu der du noch mehr als genug davon hast, dass das, du tust nicht in irgendein Becken, wo du es dann lagerst, sondern du schickst es einfach auf einen viel längeren unterirdischen Weg, sodass es dann, wenn die Trockenzeit kommt und der Fluss nicht mehr genug Wasser bereit hat für dich, dass der Fluss dann wieder mit diesem Wasser und weiter unten aufgefüllt wird und dann entsprechend mehr Wasser zur Verfügung steht zu einer eben viel späteren Zeit. Also wahrscheinlich, also nur um da mal eine ernsthafte Frage auch einzustellen, wahrscheinlich ist es doch so, dass wenn die das Wasser, das fließt ja auch irgendwo hin und das wird ja auch aus gutem Grund irgendwo hinfließen und da gebraucht werden. Aber wenn die das Wasser dann in diese, ich sag mal, in diese Erdspeicher irgendwie verteilen, dann verdunstet das wahrscheinlich auch nicht so schnell, weil das dann da einfach kühler ist. Korrekt. Und von der Sonne geschützt. Und das heißt, in Lima, in der Erde Limas oder Perus, ist einfach faktisch mehr Wasser vorhanden, weil sonst ist das Wasser ja auch nicht weg, aber dann verdunstet das halt und regnet in anderen Ländern wieder runter. Und so halten sie es sozusagen tatsächlich im Land, wortwörtlich. Korrekt, korrekt. Also ich kann nochmal hier mit Zahlen kommen. Wenn man es schaffen würde, 34% dieses Flusses während der Regenzeit, ja, also wo man eben genug Wasser hat, in diese, ich habe den Namen noch gar nicht genannt, diese Kanäle heißen Amunas, das wird wahrscheinlich auch ganz anders ausgesprochen. Grachten wird das ausgesprochen. Ja, genau. Amunas, Amunas. Grachten. Wenn man 34,7% des Wassers des Flusses da reinleiten könnte,
könnte man während der Trockenzeit 99 Millionen Kubikmeter zusätzliches Wasser zur Verfügung haben. Und das ist mehr als doppelt so viel, als man braucht. Und ich finde das in zweierlei Hinsicht faszinierend. Erstens, das Phänomen finde ich faszinierend, ja, dass das Wasser so lang unterwegs ist, dass man einfach dann, wenn man es braucht, dann genug da hat. Aber ich finde es auch wahnsinnig faszinierend, dass die Menschen, die Indigenen, die dort vor 1400 Jahren gelebt haben, die da ein ganz ausgefeiltes System dieser Kanäle in den Anden gebaut haben, dass die das schon alles so verstanden haben und rausgefunden haben. Und man jetzt hingeht und sagt, wir bauen diese Kanäle wieder auf, beziehungsweise zumindest ist das so der Sinn der Forschung, denn das kostet natürlich. Und investiert wird natürlich nur, wenn auch was hinten bei rauskommt. Und jetzt mit den Forschungsergebnissen, die sie jetzt da zutage gefördert haben, gehen sie davon aus, dass das halt eben dann auch die Gelder zusammenkommen, um diese Kanalsysteme, diese 1400 Jahre alten, wieder aufzubauen und eben sich diesen Trick, nenne ich es mal, zunutze zu machen. Weißt du, was ich mich frage? Wenn die so steinalt sind, dann sind die doch irgendwann einfach nicht mehr benutzt worden. Welcher Otto ist denn auf die Idee gekommen, das braucht man nicht mehr? Das ist so, nicht, dass du diese Frage beantworten könntest, ja, aber irgendwann muss ja sich einer gedacht haben, nee, es lohnt sich alles nicht mehr. Ich würde jetzt vermuten, das ist jetzt keine bewusste Entscheidung gewesen, sondern da es in Peru ist, unterstelle ich jetzt mal, dass das einfach durch den Einmarsch der spanischen Conquistadores, dass da einfach viel einheimisches oder indigenes Wissen einfach platt gemacht bzw. umgebracht wurde und dass deswegen, ich meine, die hatten ja kein Interesse an irgendwelcher Wasserwirtschaft oder irgendwelcher Felderbestellung, sondern die waren im Großen und Ganzen auf Gold und vielleicht auch noch auf Silber aus und der Rest bei denen im Großen und Ganzen schiete egal und ich glaube, das ist eher so ein klassisches Beispiel für verloren gegangenes Wissen durch eben Einmarsch von externen Truppen, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, und die dann einfach da die indigenen Völker und eben auch das ganze über Jahrhunderte angesammelte Wissen eben, ich meine, das ist ja auch der Grund, also sag mal, du hast es ja auch gesagt, das ist ja das Faszinierende, ich meine, eben weil die da so lange wohnen, leben konnten, mussten sie ja Wege finden, um einfach da überleben zu können. Denn auch dort wird es sicherlich mal irgendwelche Trockenphasen gegeben haben. Und deswegen ist das ja eigentlich das Spannende, dass die dann einfach in der Lage waren, solche Probleme zu lösen. Aber das Wissen wird einfach verloren gegangen sein. Ja, ich gebe dir auch in deiner Analyse vollkommen recht, wobei das jetzt, also ob es jetzt hier die Spanier schuld waren, das steht jetzt im Artikel nichts, aber in der Tat wurden ja die Versuche unternommen, diese Kulturen letztlich auch irgendwo auszulöschen und nicht nur dem Christentum zu überführen und so weiter, sondern auch die Kulturen irgendwo zurückzulassen. Aber es gibt... Ich will es gar nicht jetzt... Ja. Also, aber ich meine, das waren im Wesentlichen Spanier, die dann im Auftrag der katholischen Kirche und des spanischen Königs unterwegs waren. Da kann man sich jetzt aussuchen, wer der Böse ist. Ja. Katholische Kirche oder die Spanier. Wie auch immer, worauf ich hinaus wollte, ist, es gibt hier, das wird hier erwähnt, noch 3-4 irgendwie Gemeinden in den Anden, also so kleinere Dörfer, die diese Systeme, aber dann eben sehr rudimentär und in viel kleinerem Maße noch für ihre Ackerbau und so weiter nutzen. Deswegen ist das Wissen nicht komplett verloren gegangen. Also es gibt da noch einige Indigene, die das nutzen. Aber in der Tat, also im großen Stil ist es verloren gegangen. Ja, das ist doch auch eine Sache, die man mal für sich zu Hause bauen kann mit 100 Meter Gartenschlauch und 200 Kubikmeter Blumenerde. Das ist doch was für den Eigenheimbesitzer. Ja. Ja, musst du halt nur die Nachbarn informieren, dass es demnächst... Ja, am Anfang habe ich auch gedacht, das ist im Endeffekt wie so ein Gartenbewässerungssystem, bis ich verstanden habe, was der Sammer uns eigentlich erzählen will. Und das ist in der Tat, Stil. Das ist in der Tat interessant. Es geht ja gar nicht darum, diese Felder direkt feucht zu halten oder feucht zu machen, sondern es geht wirklich um einen genialen Wasserspeicher, der sich sozusagen in Trockenzeiten positiv auswirkt, weil er dann vielleicht auch durch die Erwärmung, keine Ahnung, wie das genau funktioniert, wieder Wasser freigibt, was dann auch tatsächlich benötigt wird, aber
bei normalem Verlauf des Flusses und der Fließgeschwindigkeit nicht mehr vorhanden wäre in ausreichendem Maße. Ja. Und so wird für mich da echt ein Schuh draus. Am Anfang habe ich gedacht, ja gut, die sind halt clever und bewässern ihre, hat Gardena auch schon erfunden, so ein System. Ja, aber nicht, das ist halt nicht so nachhaltig. Ja. Ich weiß nicht um 1400 herum. Nein, aber allein einfach die Idee, da hat wahrscheinlich irgendwann mal jemand vor dem Fluss gestanden und gesagt, wie schaffe ich es, dass das Wasser, was da jetzt runterfließt, nicht schon in 2 Tagen unten im Meer ist, sondern eben irgendwie länger braucht und dann zur Verfügung steht, wenn wir es brauchen. Das ist, also ich finde es genial und eine schöne Geschichte und ich finde, dass das einzig Gute jetzt an diesem Klimawandel ist, dass man die Leute jetzt auch wieder ans Nachdenken kriegt und es werden ja auch hier in Deutschland und so weiter sich Gedanken oder es ist teilweise wird es schon umgesetzt über sogenannte Schwammstädte gemacht, wo eben Wasser dann in den Innenstädten über sogenannte Schwammsysteme gespeichert wird. Wie auch immer, das ist ein spannendes Thema und Wir könnten noch was lernen von den Menschen von vor 1400 Jahren. Definitiv. So. Zum Beispiel Brauereikunst. Genau, 1400, das ist ein super Übergang und auch hier Flüssigkeiten quasi in des tiefen Berges Schoß gelagert, wie das hierbei ist. Also hier habe ich jetzt ein Bier dabei, das ist auch von einem unserer Hörer, ein Spendebier quasi. Oh. Ja, deswegen. Ich glaube, wir hatten ihn immer One of a Million genannt. Der hat sich auch schon mal gemeldet, hat auch schon mal einen Kommentar abgegeben. Und der hat uns jetzt hier das echt Schlenkerler Rauchbier übergeben von aus Bamberg. Bamberg, nach alter Väter Brauch und Sitt gemäß zu Bamberg gebräuet, gekühlet und gelagert in tiefen Bergesschoß, ist ein besunder, schmackhaft Lebenselixier und kommet in altehrwürdigem Hause schon anno, Überleitung, 1405 erwähnet und dermalen Schlenkerla benamset zum Ausschank. Da steht jetzt hier alles auf dem Hintergrund drauf, also ich habe jetzt nicht irgendwie gleich einen Sprachfehler. Dieweilen aber das Gebräu zum ersten Trunk etwas fremd schmecken könnt, lass dir's nicht verdrießen, denn bald wirst du innehaben, dass der Durst nicht nachlässt, sintemalen dein Wohlbehagen sichtlich zunimmt. Ja gut, wirst halt besoffen. Ne? Nee, ich glaube, es schmeckt so ein bisschen wie ein vegetarischer Räucherschinken. Es ist ja ein Rauchbier, also ich glaube, da ist schon im Rektum des Berges gelagert. Wie Woller die Wald. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mal vielen, vielen Dank. Ja? Ich finde das immer sehr lobenswert, wenn Hörerinnen und Hörer an uns denken und dafür sorgen, dass wir hier nicht dehydrieren oder gar kollabieren. Und man sieht selbst im Halbdunkel des Benanza-Bus, dass das richtig dunkel ist, dieses Bier. Also das ist, sieht aus wie eine Göller. Schöner, schwarzer, dunkler. Genau, es sind auch die guten alten 05er Maurerkannen. Oh, das riecht aber wirklich nach Schinken. Ja, das riecht wie ein Schwarzwälder Rauch-Räucherschinken. Ja, ich glaube, es ist aber nicht verdrießen. Die vegetarische Variante davon. Also, aber das ich habe es auch nicht getrunken. Ich habe Schinken. Das riecht wie. Okay, jetzt ist spannend, wie es schmeckt. Also, Leute. Warte mal, gib mal dem. Gib mal dem Sammer das auch, dass der das auch mal riechen kann, der Schinkel. Dann macht er sich gleich noch ein Brot. Lass mal riechen. Boah, ich krieg Hunger. Ja. Ah, jetzt schön so ein schöner Lappen. Genau. Oh. Ja, dann würde ich sagen, Stößchen. Prost. Stößchen. Darauf ein eisgekühlter Bombalunder und ein Schinkenbrot mit Ei. Oder ich bin jetzt echt mal gespannt. Also, glaube ich schon speziell. Also, es schmeckt mehr nach Bier, als es riecht. Aber es ist so ein bisschen, als wenn du am Schinken lecken würdest, nachdem du ein Bier getrunken hast. Ja. Ne? Irgendwie sowas. Schluck Bier, Schluck Bier im Mund, aber leck ich doch mal dran. Das ist so ein schöner Schinken durchs Bier gezogen. Ja. Also ist tatsächlich ein sehr eigener Geschmack. Ja. Das ist, oder du kommst halt nach 20 Bier abends nach Hause und stehst vorm Kühlschrank und haust dir einfach noch so wahllos diesen Schwarzwälder Schinken rein. Oder du stellst ja, am nächsten Morgen stellst du fest, dass die Alte, die du noch abgeschleppt hast, im Suff ist eigentlich so ein... Gut, egal. Wir wollten noch eine kultivierte Sammlung. Ja, einmal seriös, einmal ja seriös. Ich habe mir schon die Sprüche bei der Socke verkniffen und... Von wegen Red Hot Chili Peppers oder sowas? Red Hot Chili Peppers war aber der Hand im Raum. Klassiker.
die Socke. So, das kannst du jetzt retten mit deinem Artikel, Prolo. Ja, retten. Also es ist tatsächlich in der Hinsicht Rettete. Harmlos, aber durchaus bedenkenswert. Ich lese mal den Titel einfach vor. Hänselei wegen Sprachassistentin. Mädchen darf Zweitnamen bekommen. Und es ist tatsächlich so, ein Kind, das sich vom Zweitnamen einer tatsächlich hier und auch vom Gericht nicht genannten Sprachassistentin, also mir fällt jetzt Alexa oder Siri ein, sowas in die Richtung wird es sein, wollte irgendwie, klagte, einen zweiten Vornamen führen zu dürfen. Das wurde von der Stadtverwaltung tatsächlich abgelehnt, weil, so der Grund, die seelische Belastung der Klägerin noch nicht durch ärztliche und psychologische Gutachten belegt sei. Also der erste Name war der von so einer Sprachassistentin. Genau, ja. Also der erste und einzige Vorname, ja. Und du kannst ja vorstellen, wie es läuft. Mobbing und Hänseleien seien die Folge. Personen würden der Klägerin immer wieder Befehle erteilen. Ja? Alexa, hol mal Bier. Und je nachdem, in welchem Freundeskreis man sich bewegt, kann das natürlich sehr unangenehm sein. Ja, das ist ja in der Tat, wir haben das doch auch gemacht hier, der Kumpel von uns früher, der Werner, da hatte nur Werner, alter Wichser. Du alter Wichser, das ist auch ja, aus diesen holländischen. Genau, Flodders. Also tatsächlich, so hat die Stadt auch argumentiert, ein Produktname könne nicht automatisch dazu führen, dass Leute ihren Namen ändern dürfen und insgesamt könne mit einiger Fantasie jeder Name ins Lächerliche gezogen werden. So, dann kam es aber Verwaltungsgericht und zwar in der Stadt Göttingen, wo sonst nur die Elfen nackt baden am Wochenende, hat das Verwaltungsgericht gesagt, nein, es geht ja nicht um den Produktnamen, sondern um das Schlüsselwort, mit dem die Assistentin aktiviert wird. Ja, also der Name ist ja bekanntlich Befehl und die zur seelischen Belastung finde ich ganz nachvollziehbar. Die müsse nämlich nicht den Grad einer behandlungsbedürftigen Krankheit erreicht haben. Sprich, nicht erst warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist oder sich da reingestürzt hat, sondern vielleicht auch vorher handeln. Und außerdem, der Name sei tatsächlich durch diesen Befehlscharakter dazu oder lade dazu ein, beleidigende und erniedrigende Befehle zu erteilen. Und letztendlich auch der Wunsch war ja gar nicht, den Namen zu ändern, sondern letztendlich einen zweiten Vornamen zu tragen, sodass da halt auch ein Wiedererkennungswert gegeben sei. Und wie gesagt, die Sprachassistentin wurde nicht genannt. Ich habe aber mal so auf gut Glück mal die Vorkommnisse des Namens Alexa mir angeschaut. Der Name ist tatsächlich so auf einen der dreistelligen Plätze hochgeschossen im Jahr 99 bis 2000 und hatte da zuletzt war der auf so um Platz 150 der beliebtesten Vornamen. Und 2017 war das, glaube ich, als Alexa eingeführt werde, krachte der Name ins Bodenlose und tatsächlich seitdem ist er gar nicht mehr unter den Top 1000. Boah. So. Das ist so wie nach 1945 Adolf. Ja. Also, erstens, ich wusste gar nicht, dass es so schwierig ist, sich in Deutschland irgendwie namensrechtlich zu verändern und da noch eventuell, wie du schon sagst, der will ja den Namen gar nicht abschaffen oder ändern, sondern nur einen zweiten Namen dazu haben. Dass das überhaupt so schwierig ist, finde ich schon seltsam. Und dann in der Tat, wenn man das mal quasi abwägt, ja, auf der einen Seite den Namen zu ändern, wo ist da der Nachteil, der Schaden, wo ist da irgendwie das sozusagen das, was dagegen spricht, das zu tun, und auf der anderen Seite ein Kind, was eventuell tatsächlich irgendwann mal krank wird, da kann ich überhaupt nicht begreifen, wie die Verwaltungsrichter da getickt haben. Also wenn ich da jetzt auf der einen Seite eben habe ich nur das Gesetz, was da irgendwie vielleicht ein bisschen streng ist mit den Namensänderungen, auf der anderen Seite die Frage, dass da ein Kind vielleicht tatsächlich irgendwann mal psychisch am Arsch ist. Und also bin ich froh, dass das overruled wurde. Also kann ich gar nicht nachvollziehen, was da das Gericht in der ersten Instanz entschieden hatte. Ja. Tja, vielleicht hatten die auch Angst, es könnte ja jetzt jeder kommen. Ja, ich meine, das ist doch rein. Das ist ja meistens so diese Denkweise. Ja, aber das ist doch das, was schütze ich denn damit? Wenn ich durch einen Antrag bei einer Verwaltung und dann wird das irgendwie noch im Siegel und alles Mögliche
dokumentiert, dass dann Name geändert wurde, dann ist doch alles, dann ist doch der Bürokratie Genüge getan. Warum muss ich denn da noch so einen Aufstand machen? Da kapiere ich nicht. Also ich weiß noch, das ist aber schon lange her, den Artikel finde ich wahrscheinlich so nicht mehr, dass es um ein Kind namens Astrid ging, das auch erfolgreich seinen Namen ändert. Die kam allerdings aus dem Schwabenländle, die Astrid. Astrid, ja. Ja, und tatsächlich, ja, weiß ich nicht. Also ich möchte tatsächlich nicht wie so ein Sprachbutler heißen. Ja, absolut. Ja. Tja. Das ist ja auch hier, um nochmal zum Werner, dem alten Wichser, zurückzukommen, der echt ein guter Freund war. Dass als Kind kriegst du es ja auch, raffst du es ja auch nicht immer. Der irgendwann hat er uns mal angebrüllt, weil der das überhaupt nicht witzig fand. Und wir fanden das immer super witzig, ohne dass wir dem was wollten. Ja, wir mochten den. Ja, also Kinder ist ja, wir wissen ja, ne, Kinder können schon fies sein. Also insofern. Ja, ich habe nicht nur Kinder, auch Heranwachsende. Also was die Hörerinnen und Hörer vielleicht wissen müssen, ist, dass der Sammer und ich, wir haben natürlich diese coolen Namen, die wir tragen, schon seit Geburt an, aber viele unserer Mitstreiter haben die erst seit unseren Tagen als Gerümpelturnierstars. Und da wurden ja reihenweise Spitznamen verteilt. Und ich war letztes Wochenende mit dem Herrn Lars Mockerstich auf dem Konzert, auf dem Festival hier um die Ecke. Und da fiel mir auch wieder ganz dumpf ein, dass er den Namen Mockerstich gar nicht mag. Ich fand das früher immer total cool, dachte, Lars Mockerstich, das ist so irgendwie voll der geile Name. Oder wir haben auch noch einen anderen Freund, den wir immer Dieter nennen, den wir an der Stelle schön grüßen. Auch der fand diesen Dieter eigentlich gar nicht so gut und heißt anders. Und dann haben wir immer seinen Erstnamen mit dem Dieter noch kombiniert und gesagt, okay, dann wird es wohl passen. Und der heißt heute nur so. Ja, yeah, der heißt heute nur so, bei jedem, ganz klar. Und auch wenn ich den Herrn Mockerstich sehe, dann sage ich immer Mocker, ne? Das ist die Kurzform, das ist ein Mocker. Das Mockerstich, aber irgendwas heißt, was wir in der heutigen züchtigen Folge nicht erklären wollen, das war mir auch anfangs nicht so geläufig. Und dementsprechend fühlt er sich da immer diskriminiert. Aber das ist ja so einer Truppe dann auch mal scheißegal. Wenn der Name einmal da ist, dann hat man den. Da sind wir wirklich. Da machst du nichts dran. Gut bedient, würde ich sagen. Gut bedient. Apropos gut bedient, habt ihr zufällig Bock auf einen neuen Job? Gut bezahlten? Ja, ja, von zu Hause bezahlt, oder ja, von gut bezahlt, ja. Ja, also ich würde sagen, für die meisten ist der gut bezahlt. Für uns Podcast-Stars ist natürlich nur Peanuts. 77.000 Euro im Jahr. Ach, im gibt Jahr? Es nee. Für einen Job in Kanada, im kanadischen Unternehmen, als CCO. Was glaubt ihr, was der CCO ist? Chief Canada Officer auf jeden Fall. Ja, das ist irgendein Officer. Also bis auf eine ganz kleine Nuance fast sogar was richtig. Was haben wir denn da? Zufälligerweise. Also es gibt 100.000 kanadische Dollar Jahresgehalt. Homeoffice ist möglich. Und es gibt, vielleicht kommt ihr dann darauf, eine umfangreiche Zahnzusatzversicherung. Ja, wie viel sind denn bitte 100.000 kanadische Dollar? 77.000 Euro. Hätte ich jetzt aber geschätzt. Hörverständlich. Ja. Alexa, hör zu. Genau. Rechenfüchse, aufgepasst. Ja. Aber egal, also ja. Es geht gar nicht um die Kohle, es geht mehr um den Job. Und ich frage nochmal in die Runde. Was ist der CCO? Und das war Chief Canada Officer, war fast richtig. Und jetzt in Kombination mit der Zahnzusatzversicherung. Wofür könnte das zweite C denn noch stehen? Für Zähne. Hm. Ja. Englisch, denk an englisches Wort. Candy. Ja, was? Candy, da war's doch. Guck. Der Chief Candy Officer. Das habe ich gerade nicht richtig zugehört. Er sagt das, haut das raus. Der Chief Candy Officer wird gesucht bei einem kanadischen Online-Anbieter. Candy Funhouse heißen die, glaube ich. Das klingt wie so ein Pornostar. Ja. Hier, ich bin die Candy Funhouse. Runter die Hose. Ja, nur weil du in deinem Etablissement solche Damen laufen hast, muss die Fun das ja nicht raus. Überall so sein. Das ist ganz. Also tatsächlich sollte ich wieder erwarten, doch noch zur Geschlechtsumwandlung greifen, werde ich hiermit ankündigen. Ich werde mich dann Candy Funhouse nennen. Das ist ein hervorragender Candy Name. Funhouse, also könnte sie ein Markenproblem kriegen mit der Firma in Kanada und deren Unternehmenssprecherin heißt Vanessa Jana Kiewski-Rebello.
die sucht, das ist eine gute Alternative. Die sucht jetzt einen Chef mit goldenen Geschmacksknospen. Und Aufgabe neben den obligatorischen Bonbon-Tests ist es auch, neue Produkte abzunicken, Team-Meetings zu organisieren und alles andere, was Spaß macht. Also du sollst den ganzen Tag Bonbons lutschen, sollst die quasi testen und sollst neue Produkte Probe lutschen. Bonbons wohlgemerkt, ne, Candy. Ja, ja. Und dann entscheiden, ob die die Marktreife haben. Das ist doch geil. Ja, ja, sometimes you have to give them candies. Klingt ein bisschen nach was, Diabetes. Was glaubt ihr, wie viele Bewerbungen die hatten in 2 Wochen? Die ersten 2 Wochen werden hier geschildert. 80. 80? Na, 80.000. 100.000. Ja. 100.000 Bewerbungen in den ersten 2 Wochen. Die meisten Bewerber waren erwachsen, doch rund 25% sind noch Kinder. Zu ihnen gehört auch eine 8-Jährige aus den USA. Und der hat das Ganze auf Twitter wahrscheinlich erst so richtig bekannt gemacht und hat ein extra Bewerbungsprofil für seine 8-jährige Tochter angelegt und an das Unternehmen geschrieben: Danke, dass ihr geholfen habt, dass sie versteht, wie wichtig ein guter Lebenslauf ist. Selbst mit 8 Jahren. Ja, das ist die kleine, aber feine Candy-Story hier zu später Stunde im Benetzer. Eine geile Story. Jetzt bleibt tatsächlich noch die Frage, ob ihr das für 77.000 Euro machen würdet. Ja gut, bei unseren Gehältern, ne, was wir hier mit der Show allein einspielen, ist das schwer, damit über die Runden zu kommen. Ja, das ja kannst du ja nebenher machen. Musst du halt schneller lutschen. Da merkt ist man, die Frage, da merkt man so, den Unterhaltungsprofi. Was, Candy, du musst nur schneller lutschen. Was natürlich, du musst es dann hier mit dem Rauchbier auch irgendwie kombinieren lassen. Also an dem Job ist natürlich schon gefährlich. Ne? Was, wenn du irgendwann kriegst du irgendwie so eine, was weiß ich, Sorbit-Unverträglichkeit oder keine Ahnung, irgendwas. Und dann kriegst du plötzlich von der Lutscherei Bauchschmerzen und musst diesen super Job aufgeben. Ja, oder die Sommeliers, die spucken ja den Wein auch immer wieder aus. Also ich gehe mal davon aus, dass du die Zuckersabber, die du dann im Mund hast, auch einfach so immer so in so einen Bottich spuckst. Genau, wahrscheinlich hast du auch einen extra Candy-Spuckschaden. Ja, also genau, dieses Bonbon direkt mit drauf, so richtig schön mit Karo. Ja, genau. Ja. Also ich muss sagen, das Bier, ich trinke das jetzt so nebenher, da gewöhnt man sich dran. Ich finde das Bier genial, weil das ist so quasi ein komplettes, also wir haben ja letztens hier in Zürich die Geschichte mit Liquid Lunch gehabt. Ja. Das Ding wird dem Liquid Lunch richtig gerecht, weil es ja nur sich anfühlt, ob du ein Bier und ein Schinkenbrot gerade intus hast. Ich fühle mich, als hätte ich eine Beefy im Mundwinkel. So ist im Zahnzwischenraum. Das apropos Liquid Lunch, an der Stelle, weil wir immer gerne unseren Freund Hank Frank Schrader anteasern, bei dem wir auch nächste Woche am Lagerfeuer aufnehmen wollen, ein kleines Set veranstalten, möchte ich Benanza.de euch ans Herz legen. Die aktuelle Folge von Hank Frank Schrader, die es da runterzuladen gibt, heißt Beefy muss mit. Liquid Lunch, ihr Nasen. Ja. Die Trailer Park News hätte in der Liquid Lunch Edition. Ja, okay. Der Beefy. Ach man, da hat er uns hier so schön das Cross-Marketing beigebracht und das klappt dort einfach nicht. Wir vergeigen es einfach. Ja, ich kann ja noch eine Flasche von dem Schlenkerler aufmachen hier, wenn du das so wegzischst. Nee, oder ich muss noch oder willst du dann? Ich hab noch, aber können noch wir gleich noch Getränk gerne öffnen. Zum Schinken? Ja, noch einen zweiten Schinken. Ich hatte ja eben auch gesagt, angekündigt, ich würde noch was zum Thema Spinnen machen und genau, das ist jetzt tatsächlich auch so ein bisschen, wie gesagt, Bildungsauftrag und so. Es geht ja nicht nur darum, irgendwelche sinnlosen Sachen zu machen. Ich fand das ganz spannend, weil das sind so Gedanken, also ist auch wieder aus dieser Wissenschaftsecke, ist so, da werden möglicherweise Fragen beantwortet, die man sich eigentlich gar nicht stellen muss. Also das finde ich immer ein bisschen schön. Geht hier drum, es geht um Springspinnen. Ich weiß nicht, kennt ihr Springspinnen? Das sind die da weg nach dem Sex weghüpfen, damit sie nicht geköpft werden. Also Sex, weiß ich nicht, es geht eher. Nee, so die so einfach so durch die Gegend jumpen. Genau, also das ist, glaube ich, auch die biologisch korrekte Beschreibung, sag mal. Also es ist, Springspinnen sind diese teilweise sehr kleinen Spinnen, die einfach quasi nicht kein Netz bauen oder sowas, sondern echt so weit hüpfen. Das hat, glaube ich, nicht immer was mit vor oder nach dem Geschlechtsverkehr zu tun. Ich wollte ja nur selbstreferenziell sein. Ach so. Und auf die Sexspinnen-Story.
auf Folge, das hört er, schätze hört mal, der 44, mal 45, 54. Ja, da war doch der Beef noch dabei. Da hat er da die ganze Zeit Panik gehabt, dass ihm irgendwelche Insekten an der offenen Brusttür attackieren. Die war doch vom Beef mit den Spinnen, die da weg, sich wegdrehen in so einem Spiralsprung, oder? Hast du nicht diese? Nee, das habe ich doch freundlicherweise. Nee, da saßt du aber auf dem Platz vom Beef. Nee, ich habe mich sehr intensiv dabei angeguckt. Das war die Folge, wo der Beef fast aus der Tür gefallen ist. Ich glaube auch, das war, wo ich da von mehreren, wie soll ich sagen, riesigen Insekten attackiert wurde. Geh doch nochmal zu deinem Beitrag über. Genau. Also hier geht es letzten Endes darum, dass die Forscher das Nachtverhalten von Springspinnenfilmen und gefilmt haben und dabei Überraschendes gefunden haben, dass zum Beispiel diese Springspinnen in regulären Abständen ihre Beine einrollen und auch in scheinbar unkontrollierten Bewegungen zuckten. Und da haben die Wissenschaftlerinnen und ihr Team haben direkt an irgendwie auch das mit Hunden etc. und Katzen assoziiert und haben überlegt, kann das REM-Schlaf sein? Also sprich, hat jetzt nichts mit der Band zu tun, sondern geht es um Rapid Eye Movement, also sprich dieses quasi unkontrollierte Durchleben von Situationen im Schlaf quasi. Und das fand sie ganz spannend, weil das bei Springspinnen gerade mit den Augen ja nochmal so eine besondere Phase ist, weil wie ihr alle und unsere Hörer natürlich wissen, Springspinnen haben 8 Augen. Wie Spinnen eben. Ja, ich glaube, es gibt. Haben die ja 4 im Bein oder wie? Nee, die haben aber 8 Beine, also hätten ja dann ein Auge pro Bein. Nein, die haben die vorne zentral so im Hühneraugen. Gesicht quasi. Ja, genau. Ach, traumhaft. Ich muss sagen, traumhaft. Wie dem auch sei, 8 Augen und aber die Augen sind unbeweglich. Und da haben sie gesagt, gut, dann ist das natürlich irgendwie schwierig und haben so ein bisschen rumgetrickst bei der Untersuchung und haben dann festgestellt, dass sich die Netzhaut aber bewegt. Also die Augen selbst sind unbeweglich, aber die Netzhaut bewegt sich tatsächlich im Traum. Und das fanden du sie ganz spannend. Du kannst gehen, aber deine Netzhaut bleibt hier. Sowas in der Art, genau. Und das fanden sie ganz spannend. Und das ist jetzt zwar noch kein Beweis, dass Spinnen tatsächlich träumen, aber sie sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Die Forscherin räumt das zwar ein, sagt, aber wir müssen uns noch genauer anschauen, wie verbreitet REM-Schlaf und REM-ähnliche Verhaltensweisen im Tierreich sind. Also, aber, ganz kurz, sorry. Ja, ich bin. Sag mal erstmal aber. Das ist ja wichtig, dass wir jetzt mal. Wer X sagt, muss auch Y sagen. Aber. Nee, aber also wie gesagt, sie sind da noch dabei, das zu überprüfen, aber sie hoffen schon, dass sie da noch ein paar grundsätzliche Fragen beantworten können, vor allen Dingen auch, ob da tatsächlich ob Spinnen tatsächlich auch träumen können, was das ja schon nochmal eine andere, wie soll ich sagen, andere intellektuelle Leistung wäre. Okay, es geht jetzt nur um Spinnen, weil du sagtest, das Tierreich, weil definitiv bin ich mir hundertprozentig sicher, Hunde genau. Können träumen. Ja, genau, das sagt die auch. Die japsen da rum und genau. Katzen bewegen auch. Sich und was der Geier, da geht richtig was ab, wenn die schlafen. Das ist ja eben bei Säugetieren ist das durchaus, gibt es das viel. Ja. Aber wie gesagt, Spinnen sind ja in dem Sinne keine Säugetiere. Ja, ja. Und sie fand das sehr spannend, weil sie sagt, das ist natürlich nochmal ein anderer Blick auf die Tiere dann letzten Endes, wenn die tatsächlich auch, ich sag mal, irgendwelche Dinge durchleben quasi im Schlaf. Dann hätte ich jetzt noch einen neuen Forschungsauftrag. An mich? Und oder? Zwar eher an dich oder an die Wissenschaftler, an die wissenschaftliche Community, die uns hier zuhört. Haben Eintagsfliegen Tagträume? Geht das? Wissen wir das? Da geht ihr das Licht aus im Bus. Okay, das war ein Zeichen. Es wird dunkel. Es wird vielleicht, dunkel. Vielleicht dann haue ich jetzt den hier raus und dann ist gut. Ich fand's witzig. Ja, gut. Also, ich lache. Es gibt auch Leute, die fanden da den Ersten Weltkrieg witzig, aber. Wo wir gerade bei der Sirene sind oder was? Genau. Ja, nee, ich finde das tatsächlich spannend, sowas, aber ich sehe schon, also ich bin ja, im Bus ich mit auch mit spannend. Den falschen Leuchten. Ich finde es auch spannend, insbesondere, weil immer wieder uns ja auch diese Tiergeschichten hier faszinieren. Also das zeigt ja, dass da sehr viel Kurioses und sehr viel auch Unbekanntes und auch. Wie früher im Pornokino, irgendwas mit Tieren. Eieieiei. Meine Güte, Beef. Da werde ich so harsch kritisiert. Hast du auf Sirene gewartet, um den dann doch noch jetzt noch einen rauszuhauen. Ach, Leute. Wobei, ja, so im Panda-Kostüm, warum nicht? Ja.
Ja, soll ich euch mal so ein bisschen, so ein bisschen mit einem Quickie jetzt so ein bisschen scary nach Hause schicken? Warum nicht, ne? Guck mal, es ist dunkel geworden. Ich beschreibe nochmal kurz die Szenerie. Wir haben dunkles Rauchbier getrunken. Der ganze Bus riecht nach Schinken. Die Welt zieht sich zu. Es wird immer düsterer. Nur die Aufnahmelampe unserer Studiotechnik hier leuchtet. Leitung 1, 2, 3, 4 und die Leitung 1 bis 3 lauschen jetzt ganz gespannt auf den Storyteller Summer. Ja, also Quickie, heute mal schicke ich euch, wie gesagt, so ein bisschen gegruselt nach Hause, hoffe ich. Und zwar, es gab eine Firmenparty, also erst ist hier von einer Hausparty die Rede, dann doch, es war eine Firmenparty in Israel in der Nähe von Tel Aviv. Stellt euch das vor, so ein bisschen, ja, also im Garten wird gefeiert, also wirklich, es gibt ein Video dazu, eine fröhliche Atmosphäre mit Pool und also alle Leute laufen da gut gelaunt rum, ein paar sind im Pool und plötzlich tut sich im Pool ein Loch auf, das Wasser wird aus dem Pool sozusagen, also fast rausgesaugt, es verschwindet in diesem Wasser und mit ihm zwei Menschen, einer wird irgendwie noch rausgezogen, der andere ist weg. Und ja, dann hat sich irgendwie herausgestellt, wie das Loch hier zustande gekommen ist im Boden, weiß man hier in diesem Artikel noch nicht. Aber immerhin 13 Meter tief, der Pool war in Affengeschwindigkeit leer und der eine, der da nicht mehr rausgezogen werden konnte, wurde irgendwann da 13 Meter tief tot gefunden. Puh. Also das ist mal ein Party-Crasher, würde ich sagen. Also ziemlich scary. Wie gesagt, tatsächlich jetzt vor kurzem passiert in Israel. Jetzt haben sich irgendwie die Hauseigentümer da, die Party veranstaltet haben, wohl auch zu verantworten, weil dieser Pool nicht genehmigt war. Also weiß der Teufel, man muss ja wahrscheinlich auch für so einen Pool dann noch Boden-Untergrund-Untersuchungen machen. Und insofern wäre dieser Unfall vielleicht zu verhindern gewesen. Aber das ist schon ein Horror. Ja? Stehst im Pool, im nächsten Moment bist du weg. Ja. Das war der Quickie. Ja, aber keine Pointe. Also so ein positives Ende auch. Ich bin da ganz begeistert. Ja. Ich wollte euch heute mal ein bisschen gegruselt nach Hause schicken. Okay. Das erinnert mich so, um das wenigstens so ganz klein bisschen auf die kindliche Schiene noch zu heben, an die Sendung mit der Maus, da gibt es auch diese eine Folge, wo die im Teich mit dem Schiffchen fahren, die Maus und der Elefant, und dann angeln die und dann ziehen sie mit dem Haken den Stöpsel aus dem Teich. Ja, die kenne ich. Dann geht das weg, das ganze Wasser. Ja, und vielleicht so eine 1400 Jahre alte Technik. Ne? Das geht alles in die Gracht. Ich kenne sowas ähnliches aus einer, mich hat es jetzt eher an eine Stephen King Kurzgeschichte erinnert, ich glaube, die heißt das Floß, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall sind Leute in so einem Badesee und hüpfen auf so ein Floß und dann kommt so ein schwarzer Fleck auf dem Wasser auf sie zugetrieben und der saugt sie dann alle ein und die kämpfen dann alle darum, dass sie dann eben auf dem Floß bleiben oder nicht eingesaugt werden, klappt aber nicht. Also der saugt nur die Menschen ein, aber nicht das Floß, oder? Ja, tatsächlich saugt er die Menschen ein. Also es ist dann so quasi, es ist nur eine Kurzgeschichte. So Antimaterie, das heißt, oder? Er erklärt es nicht in dem Sinne. Und es ist jetzt auch kein Außerirdischer oder sonst irgendwas, sondern im Prinzip beschreibt er nur auf relativ wenigen Seiten, also vielleicht 30, 40, 50 Seiten, ziemlich effektvoll da, wie dann die Leute sich verzweifelt dagegen wehren und dann aber trotzdem irgendwie da das dann doch nicht schaffen. Also das so, als wenn dieser in Anführungsstrichen, dieser schwarze Fleck auf dem Wasser quasi ein Leben hätte und da gezielt die Menschen versucht, da zu erwischen. Ist jetzt auch nicht klassisch Sendung mit der Maus und auch nicht in dem Sinne positiv. Ich glaube, am Ende sind sie auch alle tot. Ja. Danke, Wieb, dass du meine Story gerettet hast. Ja, sehr schön. Ich glaube, einer wird sogar durch die Bohlen von dem Holzfloß gesaugt. Das ist dann auch eher unangenehm. Oh ja. Aber Salami-Taktik. Ja. Durch die Mangel genommen. Aber so genau weiß ich auch mir schon lange her, wo ich es gelesen habe.
Ja, ich würde sagen, das ist eine eigentlich sehr, sehr gute Steilvorlage, Sammer, für unsere nächste Sendung, die ich jetzt einmal mehr hier mit vollem Mund und rauchigem Geschmack ankündige, nämlich rauchige die Stimme. Lagerfeuerfolge. Ich weiß gar nicht, ob wir sie morgens, mittags, abends machen, aber am schönsten wäre ja eigentlich, wir machen das im Dunkeln und erzählen uns dann auch, das könnten wir ja als Thema mal vorgeben, Horror-Stories. Jeder bringt eine gruselige Zeitungsmeldung mit, so wie du das jetzt gemacht hast, sehr schön. Und dann erzählen wir uns die so zum Abschluss da am Lagerfeuer. Oh, du bist dann die schwarze Hand von hinten. Hervorragende Idee. Oh ja, das ist cool. Okay. Da kommen hier schon die Drogendealer angefahren. Ja, die sind froh, dass wir wieder da die sind. Die Ablösung ist da. Wir müssen los. Wir sind nämlich hier wie bei Breaking Bad. Das BB auf dem Nummernschild steht ja eigentlich dafür. Also, Jungs, wir kommen gleich. Lieferung. Genau, kommt. Die Waage ist schon bestückt. Das ist schon Beef. Wann bubert's legal? Okay, also, die Folge ist rum. Wir haben es zeitig geschafft diesmal. Alle können ins Bett gehen und sich gruseln. Und euch draußen an den Radio- und Rundfunkgeräten wünschen wir eine geruhsame Nacht und feuchtfröhliche Tagträume. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss.